Dann renne ich wieder hier rüber und dann hoffe ich, dass ihr mich seht. Ich hoffe, dass ich scharf bin. Also, ein Wunder wollen, ihr Lieben. Wir machen heute Bananen, die höhlen wir aus. Da legen wir Kinderriegel rein. Das ummanteln wir mit Blätterteig und dann kommt das Ganze in den Ofen und ich habe so richtig Bock drauf. Und dann machen wir die Käselauchsuppe mit Brokkoli, die wir beim Event schon gemacht haben für heute. Ich war voll dumm. Ich dachte so, boah geil, dann gehe ich am Sonntag früh noch schnell zum Bäcker und kaufe frische Brötchen für die Suppe. Ratet, wer es vergessen hat? Ratet, was nicht mehr offen hat? Naja, also muss ich nachher schnell zur Tanke und Aufpackbrötchen holen. Ich hoffe, dass das mit den Bananen klappt. Da bin ich echt skeptisch. Aber ich glaube, das machen wir jetzt öfter mal so einen TikTok-Trend probieren. Und die Bananen, ja. Ich bin auch skeptisch, weil ich gelernt habe, ganz viele Dinge auf TikTok sehen ganz toll aus und sind voll für den Arsch. Oder schmecken nicht oder funktionieren nicht. Ich habe was gemacht, wo man Erdbeeren in so eine Röhre mit so Milchjoghurt, und dann friert man das und die hat das aufgeschnitten, das sah so geil aus. Es ist nicht mal ansatzweise was geworden. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, das ein oder andere, was auf TikTok so trende, das werden wir jetzt ausprobieren. Und dann werden wir auflösen, ob das alles nur fauler Zauber und Schummel ist, weil die zwischendrin 3 Stunden gekocht haben, ohne dass sie es filmen. Und dann tun die nur so, als ob. Oder ob das wirklich funktioniert. Und wir fangen heute mit diesen... Also klingen tut es insane. Insane. Bananen, Kinderriegel, Teig, Gebäck, ummantelt, Croissant, lecker. Lasst uns mal auf den Blätterteig gucken, wie lange der rein muss, weil nach Anleitung dieses Blätterteigs kochen wir das Ganze. Backofen auf 220, 200 Umluft vorheizen, das machen wir doch mal. Dann muss das wie lange gleich rein? 30 bis 40 Minuten, na, wir gucken einfach, wann das Ding braun wird. Das Ding ist, ich hätte mir die Kinderriegel nicht so früh kaufen sollen, ich habe schon so viele aufgegessen. Upsi-dupsi. Ein Tipp vom Bäcker. Bei Blätterteig und Plundergebäck weniger nach der Oberflächefarbe, sondern nach der Färbung des Bodens schauen. Denn es kann sein, dass das Gebäck von oben noch hell, allerdings bereits durchgebacken ist. Ah, guck mal. Guck mal, wer da kommt. Die hungrige Meute. Einen wundervollen. Hast du auch gemerkt, dass jemand da ist? Oh, krasser Wachhund. Krasser Wachhund. Oh Gott, ich bin hallo. Na? Na? Ich muss noch ganz kurz, wir haben vorhin über Kinderriegel geredet. Ja. Ich habe die These gestellt, dass wenn ich dieselbe Pose mache, sehe ich quasi aus wie das kleine Kind auf der Kinderriegelpackung damals. Und ich muss jetzt dementsprechend noch mich ganz kurz erinnern, dass man das, ich glaube, es ist so. Geil, was ist meine erste Aufgabe? Banane auslöffeln. Mit dem Löffel. Also wir versuchen das jetzt mal anhand einer Banane. Die Banane ist gebrochen bei Dani. No! Oh, ja, hör mal mit Profis. Aber ist das so schlimm, wird er eh in Blätterteig gerappt. Nein, ist nicht schlimm. Eben. Können doch einfach in der Mitte durchschneiden. Nein! Don't do this to the banana. Achtung nochmal. So. Wir optimieren das Rezept einfach. Ja, wir machen das noch besser. Ja. Ich nehme jetzt auch so ein Kinderriegel. Ja. Kriegen wir das in Streifen geschnitten, ja. Und keinen Ofen im Bild bzw. Kühlschrank zu sehen, wird noch. Also irgendwann, ihr Lieben, werdet ihr den Kühlschrank und den Schrank mit dem Ofen auch sehen. Das Problem ist, wir können das vielleicht gleich einmal kurz zeigen, weil der Schrank der Schande ist aufgeräumt. Der Schrank der Schande? Ja, das war bisher mein Ablageschrank. Da kommt eine Kaffeemaschine rein, die aber dank Corona jetzt über ein Jahr nicht lieferbar war. Sondern eine zweite für eine Close? Weil wenn die so weit raus ist und so einen großen... Oder meinst du, ihr macht ja, guck mal, das ist die Close-Kamera. Ach so, die hier? Kommt da gerade. Hi. So. Ja. Hallo! Und irgendwann kriegt Rabibi einen Gimbal, weil der immer so macht. Ja, es ist... Du hast eine andere Kamera genommen, die bessere Bildstabilisator. Aber allein schon, sollte man ihm nicht mal so einen Schulter-Rack kaufen? So. Ja, und dann aber so eine richtige Kerl, ja, damit er was zu tun hat, der Kerl. Damit er was zu tun hat. Du faules Stück. Was denn? Silent Fighter, vielen lieben Dank für 35 Monate. Dankeschön. So, jetzt ist die Frage, wie schneide ich das denn jetzt? Würde ich es auch nicht mehr. Hier, hä, wieso hast du so viel Kinderriegel daraus bekommen? Hast du 2 aufgemacht? Bitte? Nein, nee. Herzblatt, wir brauchen leider alle Kinderriegel für eine Banane. Also wir haben jetzt noch 4 Kinderriegel und 4 Bananen. Okay, deine kann einmal ein bisschen mehr sein. Danach brauchen wir das.
Boah, ich glaube. Ja. Die erste Banane ist ready. Wie hast du das geschafft? Also die hier bricht halt an jeder Stelle. Ich glaube, ich habe mit dem Schnitt, das war ich einfach keine gute Idee. Ich finde, das sieht gut aus. Wie lange kommen die dann nachher in den Ofen? Ich habe nach dem Blätterteig-Rezept geguckt und da steht, der Blätterteig soll für eine halbe Stunde. Bei 200? 200, das würde ich mir aber tatsächlich nochmal angucken, viel, weil wir den sehr, sehr, sehr dünn haben, ohne Belag obendrauf und so. Mhm. Ich würde einfach gucken, wie der sich gleich so entwickelt. Was könnten wir denn noch für Belag drauf tun? Ja, tatsächlich, wenn es rauskommt aus dem Ofen, dann nehmen wir einmal Nutella, flüssigeres, und machen so. Ach so, also Verzierungen. Ich dachte gerade, genau. Wir haben Kinderschokolade innen drin und denken uns dann, okay, was könnte passieren, wenn wir noch Nutella drüber glasieren? Nice, kann das in den Ofen? Ja, ja, soll ich das machen? Darfst du sehr gerne. Chat, Timer auf 15 Minuten. Chat, Timer auf 15 Minuten. Oh, mega lull. Oh, ich habe jetzt tatsächlich vergessen, die letzte Maultasche noch mit Eigelb zu bestreichen. Ist das kritisch? Nein, das funktioniert trotzdem super. Geil. Explosionen. Chefin, was ist der nächste Move? Ich würde die Zwiebel und, die Lauchzwiebeln und den Brokkoli machen. Blumenkohl. Der Blumenkohl ist, der Brokkoli ist eigentlich Blumenkohl, aber das... Ja, das sieht so ähnlich aus. Selbes Spiel. So ein Ding ist das nämlich. So. Was ist denn dein Kryptonit, wenn es auf dem Tisch steht, dann denkst du dir, boah, gar keinen Bock mehr auf den Tag. Blutwurst. Boah, nee, Blutwurst, mega geil. Hä? Naja, okay, kommt drauf an. Leber mag ich nicht so sehr. Leber, ja. Kuddeln. Habe ich noch nie gegessen, glaube ich. Hat mein Opa immer gegessen. Was mit Marzipan? Lieb ich. Zimt? Lieb ich. Oh, Dani, du bist ein Guter. Ja. Ich bin auch ein einfacher Mensch. I'm a simple person. I eat food, I like food. Ja, lol. Boah. Boah, geil. Sieht mega lecker Schau mal aus, oder? Das hier ist einfach ein kleines Croissant geworden. Ja, sieht gut aus. Ah, da geht noch. Super heiß. Ja, ne, kommt gerade aus dem Ofen, ja. Deswegen essen wir ja noch nicht. Boah, das schmeckt unglaublich. Geil, ich freue mich auf meine Pockets. Diese Kombi. Boah, ja. Ich habe nie probiert, aber diese Kombi aus Blätterteig, Banane und Kinderriegel. Ist insane lecker, ne? Vor allem, es geht halt auch super schnell. Also, ihr lieben TikTok-Rezept. TikTok-Rezept approved. Oh. Mmh. Boah, das ist halt insane lecker, ne? Mmh. Mach ich Buh? Blumenkohl. Oh. Ja. Ja, ist völlig normal. Voll geil. Knopselgemüse. Blumenkohl. Das ist wie Radieschen und Kohlrabi. Mit Kohlrabi. Ja. Zusammen so die Gemüse, die roh besser schmecken als gekocht. Ja, gut, Karotten würde ich auch noch mit einbringen, ne? Also, mmh. Weil ich halt... Gekochter Blumenkohl finde ich auch noch lecker. Ja. Aber bei Kohlrabi, die sind roh, sind die geisteskrank lecker. Ja. Aber sobald du die kochst, schmecken die einfach wie ein Streichholz. Ja. Ich habe die ganze Zeit Blumenkohl am Fuß unten. Sorry. Das war Rabe, als er genascht hat, dann ein bisschen was runtergekommen. Ich hab nicht mal genascht. Guck mal, wenn ich genascht hätte, würde ich für dich einspringen. Ne? Aber ich hab nicht mal. Da, als Rabe genascht hat, da hat er den Blumenkohl runtergeworfen. Ja, tut mir so leid. Lieb's komplett. Guck mal! Oh, Süßbären. Der ist voll schön, der Pulli. Oder, Chat? Das ist der Weihnachtsschuh. Vielen Dank. Ein Horn? Tue ich das jetzt da rein? Sehr wohl. Wir haben es ein bisschen runtergedreht. Ist das in Ordnung? Ja. Ja? Hast du gerade pure Came Fresh illegal. Gegessen? Das ist so illegal. Das ist pures Fett quasi. Das riecht auch nicht... Nee. Also Wer fühlt das? Du hast geschlabbert. Oh, heisch. Wie kann das denn sein? Bist du noch in Reichweite?
Ja, auf ihn, geh. Ich habe auch damit abgeschlossen. Ich habe gedacht, wenn du durchziehst, dann ist das halt so. Du hast gewusst, dass ich das nie tun würde. Das ist wichtig. Das habe ich gesehen. Was? Was ist das jetzt? Paprika scharf. Paprika. Okay. Wir gönnen das. Mhm. Zitronenpfeffer. Ja, der, natürlich, obviously. Ist da Knoblauch drin? Nein. Marzipan? Nein. Käse? Doch, aber es gibt drei Ingredienten, die immer in jedem tinkerianischen Rezept sind die drin. Es ist entweder Knoblauch, Käse oder Marzipan. Warum haben wir eigentlich keinen Knoblauch drin? Ist doch alles geil. Ja, ist doch alles geil. Ja, ist alles geil. Käse mit Knoblauch und Marzipan, das wäre vielleicht komisch. Vielleicht ist das so eine Delikatesse. Was ist das? Das ist leer. Was ist das? Gewürzsalz. So. Heiß. Ja. Das darf so bleiben. Yes.